vielen lieben Dank. Ja, mein Text ist recht frisch und er hat das Problem, dass er meinem Freund gewidmet ist, der draußen an der Kasse sitzt, wie ihr ihn gesehen habt, und der das nicht so richtig weiß, dass ich den Text heute mache. Ja, das ist das Problem. Also wenn ihr nachher rausgeht, einfach nett lächeln und gar nichts von dem Text mitnehmen, was ihr hört. Ja, ich moderiere einmal im Jahr die Computerspielemesse in Hamburg und das war kürzlich so und ich hatte eigentlich nie was mit Computerspielen am Hut, aber jetzt habe ich einen Freund, der ist Zocker und deswegen habe ich einen Text über ihn geschrieben und ja, der Text heißt Crazy Eyes. Man muss schon zugeben, ich habe in Sachen Beziehung alles richtig gemacht. Mein Freund raucht nicht, schaut kein Fußball, ist zum Glück auch kein widerlicher Sexist. Diese drei Dinge machen ihn zum vermeintlich besten Geschlechtsverkehrs- und Lebenspartner aller Zeiten. Er hilft mir im Haushalt, ist lieb und verständnisvoll, es schien anfangs alles so perfekt, wäre da nicht diese eine Sache gewesen, an die ich mich erst gewöhnen musste. Mein Freund ist ein Zocker. Als wir uns kennenlernten, fiel es mir gar nicht auf. Gamer hatte ich mir anders vorgestellt. Nerdiges Brillengestell, ungestylt, blass und dünn. Er hingegen hat eine stylische Brille, die ihn zum Typ Architekten macht. Da könnt ihr nachher auch mal lachen drüber, wenn er dann rausgeht. Und ist recht muskulös. Seine Wohnung ist außerordentlich geschmackvoll eingerichtet. Klar, da gibt es zwar diese PC-Ecke, doch dort stapeln sich weder Kaffeetassen noch Chipstüten. Sehr ordentlich lag alles an seinen dafür vorhergesehenen Platz. Auch als wir schon ein halbes Jahr zusammen waren, wunderte ich mich nicht darüber, dass seine Antworten auf meine WhatsApp-Anfragen erst 24 Stunden später von ihm beantwortet wurden. Ich schätze ihn einfach als verdammt verplanten Typen ein, der eben nicht oft auf sein Handy schaut. Ich habe gehört, dass es solche Menschen ja geben soll. Irgendwann bekam ich dann den Zweitschlüssel zu seiner Wohnung. Eines Tages überraschte ich ihn mit meiner verfrühten Heimkehr und erwischte ihn im folgenden Szenario. Nur mit einem Tanktop und einer Boxershorts bekleidet, saß er, die Ohren von zwei riesigen Kopfhörermuscheln bedeckt, vor seinem PC. Zwei klebrige Kaffeetassen dekorierten seinen Tisch. Auf seiner Tastatur und seinem Brusthaar konnte man die Reste seines Mittagsessens erahnen. Die dicken Übergardinen waren zugezogen, er hatte mich nicht reinkommen hören und so konnte ich mir die ganze Sache erst einmal aus sicherer Entfernung anschauen. Er schien mir unverständliche Dinge zu reden. Folgenden Monolog führte er dabei durch sein Headset. Wer spielt denn gerne Computerspiele von euch so? Keiner, gut. Dann werdet ihr es auch nicht verstehen, weil ich habe das nicht verstanden, was ihr da redet. Ich werde das jetzt einfach so, ich habe es alles mitgeschrieben, ne? Und das ist, ja, wenn jemand das versteht, einfach auch mal so machen, dann höre ich das raus. Durchpushen und beenden. Die sollen es nicht übertreiben, hier, Achtung, die sehen das, Alter, really? Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Oh, dude, ich habe keine Laterne frei. Hä? It's a Drake. Auch sehr verwirrend war folgender Satz. Ich kann ja Tower und dann Drake, oder machst du Solo? Das ist auch so, hä? Was ist das für ein Spiel, was er da spielt? LOL? Was LOL? Achso, gut. Ja, gut. Ja, 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 ja. War das schon Surrender? Jetzt haben wir aber Druck. LOL. Können wir ein bisschen rauspushen? Wer ist denn dein Support, hä? Fail. Gut, das war's. Ich bin da mal wieder in der Promo. AFK. Tja. Verstört, aber durchaus belustigt, schaute ich in seine, wie ich sie heute noch liebevoll nenne, Crazy Eyes. Von nun an war es ihm nicht mehr peinlich, auch vor mir zu spielen. Es war für ihn wie ein befreiendes Coming Out. So sprudelten förmlich Sätze aus ihm heraus, die ich allmählich zu verstehen begann. Meine bisherigen Videospielerfahrungen bezogen sich lediglich aufs Alex Kidd zocken mit der Sega Mega Drive Konsole. Klar stand ich wie jedes 90er-Jahre-Kind auch auf Sonic oder die Ottifanten, aber keine virtuelle Figur verzückte mich mehr als Alex, dieses kleine, dicke Kind mit dem Igelschnitt und der Vorliebe für Burger. Am Ende jedes Levels musste man dann im Steinschere-Papier den Vorstufen-Endboss besiegen. Die Reihenfolge, um gegen die jeweiligen Bösewichte zu gewinnen, sind mir bis heute fest in Erinnerung geblieben. Steinschere, Schere, Papier, 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 Stein, 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 Schere, Papier, Papier. Ja, wer weiß, für was das später mal gut sein wird. Mittlerweile bin ich in Sachen Gamersprache auch voll der Pro geworden. An alle Menschen, die mit einem Gamer befreundet sind oder schlafen. Am Anfang seid ihr noch Noobs und fühlt euch von ihm vielleicht gerusht. Und vielleicht ist eure Skillung noch nicht gebalanced genug. Aber wenn ihr euch einmal traut mitzumersen, fragt ihr durch das Second Life und stellt fest, auch wenn es aufgrund der Crazy Eyes zunächst nicht danach aussieht, sind Gamer auch nur ganz normale Menschen, in die man sich unbedingt verlieben sollte. Vielen lieben Dank.